Ich weiß, ihr seht gerade nur schwarz. Ändert sich gleich. Ich muss nur einmal ins Spiel reintappen. So, ich mache jetzt einmal ein bisschen dunkler. Dann haben wir es ein bisschen gemütlicher. Lädt mein Handy? Ja, Handy lädt. Sehr gut. Handy brauche ich nämlich. Jo. Da ist das Bild. Jo. Das kann er mal weg. Okay. Also ich habe mir gedacht, dass ich noch so bis 21 Uhr, kurz vor 21 Uhr mache. Weil ich möchte heute nicht so lang machen, weil wenn ich frei habe, also wenn ich allein zu Hause bin, abends, möchte ich, ne, das auch mal so ein bisschen auskosten. Deswegen machen wir heute mal nicht so einen langen Stream. Machen wir normal Feierabend wie normale Menschen. Weil ich in FF auch noch ein bisschen was machen muss. Und ja. Jo. So. Ich muss einmal ein ganz kurzes. Nee. Mein kurzes kleines Update voll oder ein frisches. Weil ich glaube, ihn interessiert das Spiel nämlich auch. Deswegen. Achso, Möbel, alles. Blumentöpfe. Okay. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Aufgaben. Löwenzahn. Violette Bartfahnen. Okay, muss ich mal kurz gucken, ob wir noch welche im Dingens haben. Huch, was hast du? Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Deswegen müssen wir hier was. Und dann mal gucken, es ist ganz schön gruselig. Ich habe versucht, das Tal allein zu beschützen, aber es war einfach. War nicht einfach. Du hast dein Bestes gegeben. Danke. Ich schätze, ich habe mein Bestes gegeben. Wenn alle nach Hause kommen, möchte ich ihnen ein Tal bieten, auf das sie stolz sein können. Früher war das Tal voller Vogelgezwitscher. Ich frage mich, ob wir die Vögel wieder zurückholen können. Ich habe eine Idee. Lass uns ein Vogelhaus bauen. Dafür brauchen wir Blumen und Holz. Bis bald! Okay. Wir brauchen aber ein Mickey. Löwenzahn haben wir. Oh, den Granat kann ich auch einmal mitnehmen. Das müsste, glaube ich, aus Rapunzel sein. Wenn ich mich nicht ganz irre. Blauer Bartfaden. Blauer Bartfaden müsste das hier sein, oder?
Was brauchten wir für Dagobert? Aktive Aufgabe. Violett blühender Bartfaden. Violett. Wo kriegen wir Violett her? Das war für Mickey. Hier ist Violetta. Ein grün blühender Bartfadentopf mit den gesammelten Gegenständen her. Okay, kriegen wir hin. Wahrscheinlich. Ja, dafür brauche ich dann wahrscheinlich die Töpfe. Genau. Okay, das erklärt's, wobei ich kann auch einfach Möbel. Entfernen. Entfernen. So. Möbel. Herstellen. Lehm und Erde. Okay, was auch immer gut wieder hinten alle treibt. So, und ab zu Dagobert. Nein, mit uns. Einen schönen Tag noch. Wir haben es geschafft. Das Geschäft blüht. Mein Laden ist gerettet. Okay. Die Ladenfront sieht großartig aus. Aber noch wichtiger ist, dass die Dorfbewohner jetzt wissen, wo sie alles bekommen. Du hast dem Tal einen guten Dienst geleistet. Du hast bewiesen, dass du ziemlich geschickt bist. Also schenke ich dir deine eigene Werkbank. Ja, wie toll. Aber denk lieber nicht daran, mir Konkurrenz zu machen. Du willst dich nicht mit Dagobert Duck anlegen. Würde mir im Traum nicht einfallen. Das ist gut so. Dieses Dorf ist nicht groß genug für zwei Geschäftsleute mit Schwimmbecken voller Gold. Danke, Adaria. Es ist mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Beim Sammeln gerne. Weiße Gänseblümchen. Hallo? Okay. Ich habe etwas für dich. Und zwar den Granat. Was auch immer das da ist. Weiß es nicht. Da gibt es dann scheinbar eine Belohnung. Oh mein Gott, und ich habe ein Bett erhalten. So, weiße
So, jetzt will ich jetzt erst mal rein. So. Jetzt. So. Wunderbar. Gibt es sonst noch irgendwas? Wandschild. Das Licht. Okay. Das Haus ist ziemlich klein. Ich frage mich, wie ich das vergrößern kann. Ich frage es mich echt. Ich hoffe, dass man das vergrößern kann später. Das wäre sehr, sehr klein. So, also auf Blumenjagd. Blauer Bartfaden brauchen wir. Da ist noch was. Nee. Blau und weiß. Das Blau. So, hier, das kann ich auch noch mal abbauen. Da. Jetzt. Weißes Gänseblümchen. Oh je. Weißes Gänseblümchen, perfekt. Hier sind die weißen Gänseblümchen. Wenn wir ein Vogelhaus bauen, haben die Vögel einen schicken Unterschlupf. Danke, Kumpel. Okay, jetzt müssen wir erstmal Werkbank. Großes Vogelhäuschen. Und weiter. Und im Dorf aufstellen.
Okay, wo ist Mickey jetzt schon wieder hin? Mickey! Die sind auch immer alle irgendwo anders. Mickey! Sind bei sich zu Hause? Nee. Ja, gut, die Leute dann wieder finden, ne? Jetzt, wenn wir was gemeinsam unternehmen. Ich höre ihn. Ja. Hallo, Mickey. Bleib stehen. Hey, du! Das Vogelhaus sieht so toll aus, dass ich fast selbst gern ein Vogel wäre. Es ist aufregend, sich vorzustellen, dass alle langsam nach Hause zurückkommen. Aber meistens freue ich mich auf die Rückkehr von jemand ganz Bestimmtem. Meine liebste Mini. Ich hatte gehofft, sie wiederzufinden, als du die Wiese begehbar gemacht hast, aber sie war nicht da. Vielleicht kommt sie zurück, wenn wir dem Dorf seinen früheren Glanz zurückgeben. Ich bin sicher, dass es ihr gut geht. Ich hoffe es. Ich weiß nicht, wo sie ist. Jetzt, da du hier bist, wette ich, dass wir sie zurückbringen können. Du hast irgendwie etwas Magisches an dir, Aidaria. Wenn du da bist, habe ich automatisch Hoffnung. Juhu! Hallo du! Mini fehlt mir sehr, aber ich weiß, dass wir sie eines Tages zurückholen werden. Ich wünsche nur, eines Tages wäre heute. Du brauchst eine Ablenkung. Vielleicht hast du recht. Ich hab's. Lass uns ein Picknick machen. Wie wär's, wenn du das erst, wenn du das Essen besorgst und ich mich um den Rest kümmere? Danke, Kumpel. Oh mein Gott, wir haben die 2000. Hi. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Tue ich das, ja? Ich wusste nicht, dass es einen Zeitplan gibt. Mann. Sag mir doch sowas nicht. Prächtig, das Dreamlight sammelt sich in den Tiefen des Brunnens. Du hast jetzt genug Dreamlight, um die Nachtdornen an der Tür des Schlosses zu vertreiben. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Beeil dich, beeil dich. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Okay. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Richte deine Magie auf die Nachtdorn, Aidaria. bravo. Bravo, jetzt können wir endlich das Traumschloss betreten. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Jetzt komm schon. Hallo, wir haben ein Schicksal zu erfüllen. Etwas für dich. Cracker. Oh ja. Traumscherben hätten wir einmal. Danke, meine Liebe. Frag mich, was das hier ist. Die hätte ich gern bei der Gartenarbeit. Lohnung. Was ist das? Ist das ein Fenster? Oder eine Tür? Ein Buntglasfenster. Oh mein Gott. Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Ich habe etwas für dich. Und zwar ein Cracker. Danke, meine Liebe. Von dir auch alle nass ab. Ernte einbringen, wenn du erntest. Ja. Wunderbar. Bis ganz bald. Ändere dein Outfit. Okay, noch machen. Bringe Geschenke. Doch, schließe Dreamlight-Pflichten ab. Sammlung, Werkbank. Sammeln. Steine, Kleidungsstücke, Sets für Möbel. Sprich mit Goofy, das müssten wir dann nochmal machen. Betrete das Traumschloss, das machen wir als erstes. Wenn nur noch, dann ist Fuchs Max Level. Nice!
Oh mein Gott. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Oh, oh, hallo. Jetzt erinnere ich mich, Herr Daria. Es geht nicht darum, was im Traumschloss ist. Es geht darum, wer darin ist. Als unsere Herrscherin ging und das Vergessen das Tal übernahm, blieben einige von uns zurück. Andere wiederum beschlossen, in ihre Reiche zurückzukehren. Jede Tür vor dir führt in ein anderes Reich zu einem Traum ihrer eigenen Welt. Das Schloss ist voller Tore zu anderen Welten. Kingdom Hearts? Ich möchte die neuen Welten entdecken. Auf der Suche nach den verschwundenen Dorfbewohnern wirst du hinter diesen Türen viele Wunder finden. Ich fürchte allerdings, dass sie sich nicht an Dreamlight Valley erinnern werden. Es liegt also an dir, einen Weg zu finden, sie nach Hause zu bringen. Wie ich sehe, hast du gerade noch genug Dreamlight übrig, um die erste Tür zu öffnen. Du musst dich für das erste Reich entscheiden, in das du gehen möchtest. Okay, ich möchte einen verlassenen Planet mit einem schüchternen Roboter besuchen, ein Restaurant mit einem großartigen kleinen Koch besuchen, den Ozean mit einem Halbgott besuchen. Was wollen wir als erstes? Ich weiß es nicht. So viele Entscheidungen. Also wenn ich es richtig... Ist es Wall-E, Ratatouille und Vaiana wahrscheinlich, ne? Mit dem Halbgott. Okay, Kitty sagt Wall-E, dann machen wir Wall-E. Wir lassen Planeten mit einem schüchternen Roboter besuchen. Wunderbar, ich erinnere mich an einen schüchternen und wortkargen kleinen Roboter. Sobald du durch diese Tür gehst, gelangst du in ein anderes Reich. Hilf den Leuten dort so gut du kannst. Erzähle ihnen von Dreamlight Valley und bitte sie um Hilfe. Wir werden all unsere Freunde hier brauchen, um uns auf das vorzubereiten, was vor uns liegt. Oh mein Gott, wie cool. Habe ich erwähnt, dass ich das Spiel liebe? Habe ich es erwähnt? Ich glaube, wir spielen das nur noch, ey. Der schüchterne kleine Roboter. No. Und weiter. Gibt's denn hier noch alles? Da ist noch eine Truhe. Miki läuft immer noch hinter mir her. Alter, da gibt es noch Türen. Dann sind welche noch gar nicht. Die kommen wahrscheinlich irgendwann später mal. Dann gibt es hier noch drei Türen. Das heißt, warte mal. Neun. Da werden bestimmt auch noch welche folgen. 10, 11. Hier folgen bestimmt auch noch welche. 12, 13, 14. Bisher 14 Welten. Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Wall-E habe ich tatsächlich bisher nur einmal gesehen. Ich glaube, Wall-E ist mit einer der Filme, die ich am wenigsten gesehen habe. Ich fand die mega süß, aber nicht zum nochmal gucken irgendwie. Wall-E ist so schön, ja. Das ist es da auf jeden Fall. Ja. Ich führe ein Studio über die Magie im Dorf durch. Und ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Was sagst du dazu? Auf geht's. Wunderbar. Um mich zu unterstützen, musst du zuerst deine eigenen magischen Fähigkeiten verfeinern. Sag mal, was erhoffst du dir am meisten von der Magie? Dreamlight Valley zu helfen. Ein nobles Ziel. Es lohnt sich in der Tat, es zu verfolgen. Als erstes sollten wir Traumscherben sammeln. Sie sind ein mächtiges Material, das für die Herstellung vieler magischer Gegenstände verwendet wird. Du wirst sie in den Nachtdorn finden.
Danke, sehr freundlich von dir. Molly, so schön. Schön ist es auf jeden Fall. Reichsaufgaben, Storyaufgaben, Freundesaufgaben. Oh. Ich habe ihm gerade eine Traumscheibe gegeben. Ist das ein Ernst? Okay, wir machen aber erstmal Wally. Wally hat erstmal Prio. Wir wollen noch ein bisschen was anderes sehen. Oh mein Gott, reisen wir tatsächlich... Oh Gott. Jetzt stellt euch mal vor, wir reisen in die Welt vom König der Löwen. Ich meine... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir reisen tatsächlich in die Welten! Egal wie groß oder klein sie sind. Sie sind toll! Ich habe zumindest keine Karte. Aber ich kann hier Sachen tun. Ich kann hier Schrott sammeln. Lager öffnen. Nein! Das Lager ist voll. No, der Blick, ey. Ich glaube, ich lasse es auch runter. Ist ja im Game Pass. Ja, stimmt. Ich kann es dir nur empfehlen, Kitty. Ich kann es dir nur wärmstens empfehlen. Es ist so ein schönes Spiel, ey. Das glaubst du gar nicht. Es ist so unglaublich schön. Was du hier nicht machen kannst, ey. Und das hier noch. Samen pflanzen. Nee, macht das wahrscheinlich alles schon, bevor er überhaupt sagt, dass wir das machen sollen. Hui! Hallo? Ich bin Adaria. Wally? Hallo, Wally. Ich bin hier, um zu helfen. Oh! Du scheinst verärgert zu sein. Was ist los? Oh, du kannst dich nicht bewegen. Ich werde etwas finden, um dich zu reparieren. Puh. Okay. Na, no, süßer kleiner Robo. Ja, voll cute, ey. Mega cute. Okay. Jetzt habe ich dir einfach... Na, egal. Lager öffnen. Oh.
Das ist nichts für mich. Wie kann ich dir helfen? Direktive. Wally kann sich nicht bewegen. Ich sollte mich nach etwas umsehen, um das ihm hilft. Aber was denn? War gerade was? Nee, nur Samen pflanzen. Oder Lager öffnen. Ich gehe mal von aus, das hier. Das war mit den Dingern, die was tun kann. Traumschärfe. Aber was? Das kann es ja nicht sein. Glaube ich. Da! Ah ja. So, jetzt haben wir hier. Bitte sehr. Tada! Du bist repariert, Wally. Direktive Erde. Versuchst die Erde zu säubern? Brauchst du Hilfe? Sieht so aus, als würdest du diesen Müll in stapelbare Würfel verwandeln. Ich wette, das könnte ich auf der Werkbank machen. Okay. Werkbank. Sammle Müll, indem du Müllhaufen entfernst. Aber es fehlen noch welche. Hier. Den hatte ich übersehen. Huch. Das war ich wahrscheinlich schon wieder zu schnell. Benutze die Werkbank und ein paar Müllwürfel herzustellen. Okay. Müllwürfel. So. Ich spiele das eindeutig. Er fährt hier sogar hinterher. Ja, mega cute, oder? Ist das nicht cute? Ja. Und vor allem dieser treue Blick, das ist. Mega cute, ey.